Zurück zu Let's Play. Need for Speed Heat und wir machen heute weiter mit dem nächsten Rennen. Und wir haben tatsächlich ein, zwei neue Events bekommen und die werden wir heute angehen. Aber wir brauchen ja Reputationspunkte. Level, wir wollen immer mal. Ja, vielleicht schaffen wir es heute sogar noch mit Level 35. Da gucken wir schnell mal mit Level 40 klarkommen. Also wir leveln jetzt erstmal so weit, dass es jetzt mal geht. Ich denke, bis Level 40 werden wir jetzt erstmal die ganze Zeit nur nachts fahren und dann werden wir mal schauen, was wir mit dem. Schauen wir uns mal, vielleicht wieder ein bisschen Kohle verdienen. Auf geht's. Der Red Rock Tornado. Ein Rotkossen. Bringt uns gute 30.000 Reputationspunkte. Brauche jetzt noch 40.000, um den nächsten Level zu erreichen. So, den Audi habe ich erstmal rausgenommen. Ich glaube, das war der 8, ich weiß es aber gerade nicht. Ja, die kommst du heute mitspielen kommen oder ob sie dann sagen, ne, wollen wir heute mal ein bisschen in der Garage, was wir die Jungs einfach mal machen. Jetzt vorhin sind wir ja mal gut gekommen, wir sind ja nicht mehr wirklich verhaftet worden. Jetzt war es mit dem Auto eigentlich aber bisher. Glück gehabt, dass wir noch keine Verhaftung haben. Immerhin kommt. Knapp, aber es wurde gekommen. Ja, bislang haben sie uns doch nur gelassen. Ich aber gerade, dass sie hier keine Lust haben, wieder zu spielen. Ah, schon 2 von 3 Runden wäre ich und trotzdem noch keine Kopf.
Okay, das war dann zu weit abgekürzt. Boah, gib mich aber. Das hat jetzt viel Zeit gekostet. Oh, da wäre mein Kopf. Aber der wird so. Ja, von den anderen ist auch mit dran, einer dran. Ah, komm, jetzt wollte ich machen, das war das jetzt. Dann springen wir eben dahin. Wir nehmen das eine Rennung mit, dann haben wir die auch. Das war heute auch erledigt. Da ist der Kopf. Ich sitze hier gerade einem Lamborghini Huracan im Nacken. Zeigt ein bisschen Action, Leute. An die Arbeit, Team. Sie haben hier eine laufende Verfolgung. Und denkt dran, die Macht gehört uns. Stufe 3. Krass, gerade haben wir den Kollegen direkt. Er ist vollkommen hinüber. Er hat einfach zu viel abbekommen. Ich hoffe, du bist deine Versicherung kommt dafür auf. Ich
Ich bin hier, um das zu erledigen, was ihr nicht hinkriegt. Jo, zentral, der Fließ. Ich habe das Fahrzeug gefunden, die Hose. Ich habe das Zielfahrzeug gefunden. Wir haben uns wohl unterbrochen. Ich probiere es mit der Pit-Manöver. Fordere sofortige Unterstützung an. Verstärkungseinheiten sind gleich bei euch. Also lasst es krachen. Zentrale, frag mal die anderen Streifenwagen, ob sie in diese Verfolgung einsteigen wollen. Aufgerüstete Einheiten sind auf dem Weg. War im Ernst, man muss diesen Schrotthaufen hier nur ein paar Mal rammen und schon ist er hin? Du und dem Lamborghini, ich rede mit dir, halt sofort an! Ich probiere mal den Wagen zu blockieren. Unsere Wagen können mit dem Zielfahrzeug nicht mithalten. So, ich war entkommen. Die Tankstelle wäre super, hier oben. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich jetzt erstmal wieder reinkomme in dieses, in die Garage. So, den mach's mit. Es schadet nichts, es auch mal ruhiger angehen zu lassen, um Kraft zu tanken. Ach, geht alles gut. Wir nehmen sie trotzdem mit. Ja, fast. Fast. Du kannst jetzt auf ein paar coole neue Teile zugreifen. Sag's mir einfach, wenn ich was einbauen soll. Eine Kurbelwelle einbauen.
baue jetzt ein bisschen den Lambo auf. So drauf. So, noch mal ein paar Nitroflaschen, aber die kriegen wir ja nicht hin momentan. Ja, so. Gut. In der nächsten Folge machen wir dann wieder ein bisschen weiter mit der Nacht.